Hallo meine Lieben, heute teste ich von Knorr Toys dieses My Little Princess Zelt. Und zwar ist das für Noahs beste Freundin. Der hat ja schon eine Freundin. Dieses Zelt ist 1,5 x 1,35 m und es hat sogar vorne noch ein Türchen zum Aufrollen, sodass man dann da so reingehen kann. Es ist waschbar und ganz leicht aufzubauen. Das werden wir jetzt mal austesten. Die kleine süße Tasche finde ich schon mal ganz angenehm. So, das ist das gute Stück. Vorne ein Fenster. Hier an der Seite hat man auch noch diese Tür. Und so sieht das Zelt aus. Ich bin 1,68 m. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck davon, ja, wie groß dieses Zelt ist. Und jetzt müssen noch die Befestigungen rein, damit es auch Stand hat. Ganz prinzessinnenleicht natürlich auch in rosa mit Herzchen und allem drum und dran. Oha, und das ist das Geheimnis hinter dem Zelt. Fürs einfache Aufbauen nehmt ihr einfach die Teile auseinander und dann könnt ihr die einfach ineinander von innen zusammenstellen. Es geht dann viel einfacher, habe ich gerade rausgekriegt. So, hier unten wird es befestigt und hier oben nochmal mit einer Schleife und dann geht das bis in den Himmel nach oben. Und das Ganze viermal. Und dann steht das Zelt. Ja, jetzt darf die kleine Majestät kommen zu Besuch. Ich freue mich schon sehr darauf. Und damit es ein bisschen gemütlicher ist, auch hier im Wohnzimmer, werde ich gleich noch ein paar Kisten reinlegen und ein bisschen Spielzeug. Da werden die Kinder sich freuen. Und wenn die ihre Ruhe haben wollen vor den Erwachsenen, dann können sie einfach hier diese Tür zumachen. Ja, so sieht das Türchen auch, wenn es aufgeräumt ist. Ich finde das Design sehr, sehr süß. Das ist wirklich richtig mädchenlike. Und es passen auf jeden Fall sehr bequem zwei, drei Kinder rein, die noch klein sind, im Alter von 2, 3 bis 4 Jahren. Und es ist sehr leicht zu transportieren, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, dass das hier im Wohnzimmer steht. Dann packe ich es einfach oben an den Zipfel und dann bringe ich das einfach ins Kinderzimmer oder woanders hin oder in den Garten im Sommer. Auf jeden Fall echt eine coole Idee. Und ja, wenn man Besuch hat, kann man so die Kinder ganz gut bespaßen, finde ich. Es ist sehr günstig und es ist waschbar. Und vor allem, es riecht nicht irgendwie nach chemischen Schadstoffen oder irgendwie sowas. Also es riecht wirklich komplett neutral nach gar nichts. Und das finde ich immer sehr beruhigend. Okay, also ich finde das Teil super. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit so ein Zelt für Noah in einer anderen Farbe, aber das ist jetzt richtig toll. Ich freue mich darüber, das jetzt Noahs bester Freundin zu überreichen. Okay, dann macht's mal gut. Tschüss und bis bald.